Kürzlich konnte der zweite Bauabschnitt in der Wiener Straße eröffnet werden. Aus diesem erfreulichen Anlass wurde die Bevölkerung zu einem Wohnstraßenfest geladen. Bürgermeister Karl Rudischer nahm die offizielle Eröffnung dieses Teilabschnittes der Wohnstraße vor. Zeitgleich mit den ersten Winterboten erreichte die Einwohner von Mürzzuschlag auch die Einladung zum Wohnstraßenfest. Der zweite Bauabschnitt in der Wiener Straße wurde fertiggestellt. Ich bin sehr zufrieden. Ich habe damals schon erzählt, es ist plangemäß, sprich Kosten, Zeit, alles eingehalten, abgeschlossen worden. Und das Ergebnis hat schon sehr viele positive Rückmeldungen gebracht. Und man sieht auch, und das war so ein Hauptziel, es ist eine Wohnstraße, das Auto darf zufahren und abfahren, aber Vorrang hat der Fußgänger. Und das funktioniert. So im Bereich vom Hartlauer habe ich schon selber beobachtet, die Fußgänger sind viel selbstbewusster unterwegs und haben nicht die Bordsteinkante als Grenze ihres Bereiches. Die Autofahrer respektieren das, sind langsamer unterwegs, nehmen Rücksicht. Und es ist eine bessere Abstimmung zwischen Fußgängerverkehr und Fahrzeugverkehr. Und zum anderen hat es, glaube ich, auch optisch sehr gewonnen. Es ist einfach der Raum viel besser zur Geltung gekommen. Und ich hoffe, dass das auch ein bisschen beitragen kann, dass die Geschäfte auch noch ihre Investitionen vornehmen, dass vielleicht der Schanigarten hinausgeht, dass die Geschäfte auf die Straße hinauswachsen und dass es insgesamt einfach dem Handel und dem Zentrum der Stadt gut tut. Offiziell eröffnet wurde der zweite Bauabschnitt vom Bürgermeister Karl Rudischer. Und dass doch sehr viele gekommen sind, zeigt mir, dass hier Interesse ist. Für unsere Jüngsten gab es einen besonders großen Betonmischwagen zum Spielen und Verstecken. Für Speis und Trank war gesorgt und die Wupper sorgten für ausgelassene Wohnstraßen-Baufasen-Eröffnungsfeststimmung. Ja, als Bausicht für den Gesamtabschnitt muss ich sagen, dass sehr schwierige Gegebenheiten waren im Zuge des Baus, vor allem durch die Untergrundleitungen. Wir haben neue Regenwasserkanäle errichtet, wir haben neue Wasserleitungen errichtet. Jetzt sieht man halt nur die fertige Oberfläche, aber das, was darunter liegt, sind halt die eigentlichen Schwierigkeiten. Es wurde auch die Beleuchtung zur Gänze neu errichtet. Es wurde eine moderne LED-Beleuchtung errichtet, die besonders auch in der Nacht sehenswert ist. Die Besucher konnten sich direkt vor Ort Informationen zu den Bauarbeiten in der Wiener Straße holen und viele nutzten dieses Angebot auch. Wir haben uns umgehört, wie denn der Umbau bei den Einwohnern ankommt. Ich habe mir aus nächster Nähe ja monatelang anschauen dürfen, die Bauarbeiten, nachdem ich ja direkt Anrainer bin. Gelungen ist es durchaus. Also die Optik ist hervorragend. Es bleibt nur zu hoffen, dass diese schöne Optik auch noch über Jahre erhalten bleibt und der herrliche helle Bodenbelag noch ein paar Jahren so ausschaut, wie der alte ausgeschaut hat. Natürlich gehört alles dazu. Ich baue gerne Mürzzuschlag. Mürzzuschlag ist schön. Ja, auch die Wohnstraßen ist schön. Ich habe eine ganz neue Brille, da habe ich es jetzt ganz genau gesehen. Und das muss sagen, sehr schön. Also das ist ganz die Breite am Anfang, gefällt mir ganz gut. Das ist ein einheitliches Bild. Sehr schön, die neue Wohnstraße. Glauben Sie, dass das sehr einladend ist für die Leute, für die Gäste? Absolut, ja, sehr einladend für die Gäste. Wenn man reinkommt, sieht man, es ist hell, es ist freundlich. Toll. Auch die ansässigen Wirtschaftstreibenden sind mit dem Ergebnis durchaus zufrieden. Es war sicher eine harte Zeit, sage ich jetzt einmal. Es hat einige Wochen gedauert, bis das Geschäft einfach wieder so gelaufen ist, wie man es eigentlich in einem normalen Jahr sieht. Aber jetzt sind wir einfach heilfroh, dass es vorbei ist. Seid ihr zufrieden mit dem Ergebnis? Das Ergebnis ist wunderbar geworden und ich kann mir vorstellen, wenn das durchgehend dann so nächstes Jahr abläuft, es wird eine wunderschöne Wiener Straßen sein, was jetzt schon zur Hälfte passiert ist. Groß und Ganzen, Sommer war eh relativ schön. Das heißt, die Leute sind eh lieber im Garten gesessen oder Schwimmbad gewesen. Jetzt ist Herbst, jetzt ist die Urlaubszeit wieder vorbei und jetzt geht es wieder bergauf. Also ich bin froh, dass wir das Fest jetzt machen, dass die Straße jetzt fertig ist. Ich glaube, die ist recht schön geworden. Der Umbau der Wohnstraße teilt sich in drei Phasen. Die ersten beiden sind nun abgeschlossen und die dritte Phase ist noch ausständig.
Wir haben es in drei Bauabschnitte geteilt. Einerseits, um nicht die Geschäftsinhaber und die Bewohner hier allzu sehr zu stören. Andererseits, um auch die Kosten ein bisschen einteilen zu können. Der erste Abschnitt war im Vorjahr der tiefere Teil der Wiener Straße. Den zweiten Abschnitt eröffnen wir heute, also es war das heurige Bauprogramm. Und der dritte Bauabschnitt wird so wie geplant nächstes Jahr umgesetzt. Also heute in einem Jahr ist das Gesamtprojekt abgeschlossen und fertig. Und da werden wir noch einmal ordentlich feiern.